Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind einmal vorgestellt und zwar AI Wars 2 und zwar Vorschau Nummer 2 und wir gehen ins Tutorial Nummer 4, Basic of Resources, Technology and Hacking. Schauen wir mal rein und das Ganze gucken wir uns gleich an nach dem Intro. So, da passiert irgendwie was. Diese zwei Engineer MK1 auf Ass Reiter vor Planet Murdoch machen irgendeine Verbindung hierhin zum Factory auf Ass Reiter. Welcome to the fourth tutorial of AI Wars 2. This is one covers the main resources, how technology works, as well as the hacking system. First, let's take another look at the building menu. Ja, kann ich hier klicken? Nein. Building menu, build, da sind wir. Welcome to the fourth tutorial of, achso, first let's take, okay, das haben wir alles geschafft. Tutorial Step 2 von 7, 7 Steps sind das hier. When you mouse over one of the options in the build tab, there's some numbers related to our economy. The first is metal cost represented by the iron blocks and the second is energy usage represented by the yellow battery icon. Ja, sehr schön. Ach so, wahrscheinlich da Metal Cost 30.000, Planet Fleet Chip Cup 020 und danach ist wahrscheinlich die Yellow Battery 0,54 oder Energy. Oder in der dritten Zeile Energy Use. Nee, Energy Use nicht. Doch, Energy Use 2250 Gigawatt. Okay. Haben wir auf jeden Fall gefunden. Metal is used to construct everything. It's generated over time by things like metal harvesters, human settlements, capturable structures and command stations. Metal is spent over time and constructing things until they are complete. Metal sources will never run out. Okay. Energy is a resource that is not gathered, stored and consumed, but rather consists of a set amount that is available for allocation. Things like command station increases it well, while most units decrease it. If you don't have enough energy left for something, you can't build it. Okay. Ja, los lesen wir da jetzt nicht. Das ist halt nicht. Let's open the tech tab. Gehen wir da ein. Extra Tipp. You ever wonder where your metal is going? You can click on the amount on the top of the screen to get lists of metal flows. Okay. And the build tab also shows the metal cost to the right of the construction options. Okay. Dritter Step. Almost everything we can use is affected by one of the technologies in here. Also diese Technologien sind irgendwo, ja, wichtig. One very important fact, these technologies are not per unit type. Multiple units can benefit from the same technology and in fact we haven't one of those examples. If you hover over each technology, it will tell you what units you currently have that. Aha. Cost 1500. Und so weiter. The resources used for these is science, represented by the blue atomic icon. Ist das hier das Atomic Icon? Sieht wohl so aus. Sonst sehe ich hier kein blaues Icon, oder? Ah ne, doch, da oben ist es. Das ist das Atomic Icon, aber das ist wohl keins. Das ist wohl was anderes. Wo waren wir denn jetzt hier stehen geblieben? Could have a dual effect. And we have a few ways of gaining science, but the main one is extracting it from planets we have captured. However, it is not infinity, and each planet currently has finite amount. Okay. Irgendwas sollen wir jetzt upgraden. Artillery upgrade. Upgrade core, piercing, and artillery techniques once. Core. Are you sure you would like to upgrade weapons core? Yes.
Okay, piercing ist hier. Yes. Und dann haben wir noch Utterly Technologies. Da oben. Yes. Das war schon mal gut, ne? Haben wir geschafft. Schritt 4. What upgrade this has just done it? Upgrade the mark of the relevant units. There's a range starting from 1 at the lowest to 7 at highest. Each marks a unit. Okay, das beeinflusst Werte, ist klar. Each unit that has marks has an MRX to it, which has different color depending. Okay, in farblich unterteilten Schritten von 1 bis 7. Part of the strategy of the game is to upgrade the right technology for the situation. For example, upgrading the technology which benefits a lot of your units is probably better than the technology that only benefits a few, but it's entirely possible for the second one to be more useful in the long run. There's one last but bit of upgrading things we should look at. First, open the fleet tab. So. Step 5 von 7. Now that we are here, left click on the Murdoch CMD fleet. Habe ich gemacht. Just like you did in the previous tutorial with the mobile strike fleets, you'll see near the top fleet levels from science. Full fleet level from science. Fleet level from full fleet. Okay. Das ist da wahrscheinlich mit gemeint, oder? What this allows you to do is spend a bit of science to upgrade everything in this fleet permanently. Even if you lose the planet, then retake it. Swap what station is there, so on. This can be any. If you need a bit of an income or energy boost in the early game, or if you only have a single economic station and or have a military station on a choke point or guardian something really important, you can do the same to better stations and citadel fleets, which will upgrade you both the citadels and all of the turrets and engineers which comes with the fleet. This is immensely useful, as they can move about and build defense elsewhere, even on enemy planets offensively. Mobile fleets can also be upgraded. This will, however, only upgrade the flagships. This, however, can still be useful if your transport is getting crippled often. Or if you have an officer flagship, which is a battleship carrier that can fight alongside your other units. Now we go on to the last resource. First, now ever, you should build some defense here from your battle station before proceeding. We don't want to leave our home world undefended. Then we need to move our fleet to Midlander. Once it's there, send your view then there and open the hex tab. Make sure to bring all of it. Okay. Jetzt will der was von mir. Now we'll go on to the last resource. First, however, you should build some defense here. From your battle station before proceeding. Battle station, Wo war denn mein battle station jetzt? Da oben? Combat Factory, Transport Flagship, Battle Station. Da, Gravitik, Battle Station. Okay, das war jetzt, fliegt ein. Now we go on to the last resource. First, however, you should build some defense here from your battle station before proceeding. We don't want to leave our home world undefended.
Okay. Was soll ich denn machen? Then we need to move our fleet to Midlander. Once it's there, send your view there and go open the Hex tab. Hex tab is da. Fleets. Battle Station. Und soll ich hier noch was machen, oder was? Ja, ich bin jetzt gerade überfragt, was der von mir will. Now we go on to the last resource. First of all, you should build some defense here. Der baut das jetzt, ne? Ich weiß aber nicht, was der von mir will, was ich bauen soll, also. Ich baue einfach ein paar Other Defense. Aber das ist nicht das. Extra Tipp: Upgrading your homeworlds this way early on can we give a lot of extra income. Ja. Techin Array, haben wir jetzt so ein bisschen Defense gebaut, aber ich komme ja nicht weiter, ne? Step 7. Ich habe jetzt das Murdoch CMD ausgewählt. Ja. Monoxium fleet, just like you did in the previous tutorial with the mobile strike fleets. You'll see near the top fleet level from science. What this allows you to do is spend a bit of science to upgrade the fleet, Chamberlain 11. If you lose the planet, then take it, swap what station is there, so on. On watch, fleet watch, das brauche ich aber nicht. None. Spend science to update this fleet, yes. Ah, das war gemeint, war, oder? Das sollten wir machen, oder was? Nee, nicht wirklich, oder? Jetzt upgrade ich das alles, aber ich weiß nicht, was er hier von mir will. Jetzt gehe ich zu den Hacks, aber bei den Hacks ist auch nichts hier. Das ist das Ziel, was er haben, aber bestimmt nicht. Nothing hackable here. Ich habe doch hier das gebaut. Battle Station. Engineering Battle Station. Ich weiß nicht, was er jetzt von mir will. Falls da einer die Idee hat, was hier sein könnte, dann würde ich sagen, zeigt mir das mal. Ich weiß nicht, was ich hier bauen soll. Vielleicht hat einer eine Idee. Und wenn er das weiß, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Vielleicht kommen wir dann damit weiter. Ich bin gerade überfragt. Das ist Gravity Battle Station. Davon gehe ich aus, dass das das Entscheidende ist. Das kann ich hier nur auswählen.
Und ich habe aber hier Build Defense, um die Welt zu verteidigen, ist auch klar. Ich weiß aber nicht, was er von mir will. Ich könnte hier noch ein paar Turrets bauen und sowas. Aber so wirklich habe ich keine Ahnung, was das wirklich von mir will. Vielleicht ist es das, dass ich Turrets baue. Steht da irgendwas von Turrets überhaupt? Ich glaube nicht so wirklich, nur Defense steht da, ne? Jetzt ist das Ding gebaut, aber es hat sich hier nichts geändert. Okay, dann würde ich sagen, schreibt mir einen Kommentar, damit ich weiß, was ich tun soll. Sonst muss ich es nochmal wirklich checken, mache ich dann in der Zwischenzeit. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.